Linus, komm, Nele, wir müssen ihm schnell helfen. Ja, Linus, ach Mensch, das ist alles meine Schuld. Ich hätte nicht sagen dürfen, dass er nicht springt. Dann wäre er gar nicht erst hochgeklettert. Oh je, oh je, oh je, das sieht aber nicht gut aus. Hallo? Hallo, junger Mann, aufwachen. Hallo? Ja, warum hilft denn hier keiner? Ja, guck mal, Papi, ich glaube, da ist irgendwas passiert. Ja, wo soll denn hier was passiert sein? Na, da im Sprungturm, da ruft auch eine Frau die ganze Zeit um Hilfe. Oh, Schreck, was ist da denn passiert? Bleib bitte hier, ich komme sofort wieder, ja? Hey, du musst jetzt aufwachen. Hallo, ich brauche hier dringend Hilfe. Hallo, 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 kannst du uns hören? Hallo. Oh, der hört überhaupt nicht, der ist richtig bewusstlos. Ich glaube, ich gehe mal die Bademeisterin holen. Ja, das wäre super. Jetzt kommt ja hier irgendwie keiner. Oh, weh, mein Kopf. Oh, der tut so weh. Oh, wo bin ich eigentlich? Oh, mir ist ganz schwindelig. Oh, mein Kopf ist so schwer. Markus? Markus, bist du tot? Ach, Markus, du kannst mich doch nie alleine lassen. Ach, oh, Nele, hör doch auf zu weinen. Oh, Markus wird bestimmt wieder gesund. Mach dir keine Sorgen. So, ich gehe jetzt mal die Bademeisterin suchen. Ist ja wohl eine Frechheit, dass hier ein verletztes Kind liegt und sich keiner drum kümmert. Siehst du, Sophia, das genaue Gegenteil von Linus. Ein totaler Adrenalin-Junkie. Unglaublich, dass sie das so mitmacht. Echt toll. Ja, Linus hätte sich vor Angst in die Hose gemacht. Markus, Markus, werd doch bitte wach. Er lebt doch noch, oder? Ja, er lebt noch, aber ich glaube, er ist bewusstlos. Er hat einen ganz schönen Schlag auf den Kopf gekriegt. Oh, mein Kopf. Markus, oh, Markus, werd doch bitte wieder wach. Nele? Ach, Markus, ach, Gott sei Dank, bist du wach? Oh, Nele, mein Kopf tut so weh. Ach, du bist aber auch ein Verrückter, Markus. Du kannst doch da oben nicht rückwärts die Leiter runtergehen. Das geht doch nicht. Du bist vom Turm gefallen. Oh, weh. Oh, mein Kopf. Ach, Mensch, Markus, wir machen uns so Sorgen um dich. Überall ist Blut. Bleib bloß liegen. Ob sie wohl auch diese Rafting-Rutsche mitrutscht? Hm, was ist eigentlich da hinten los? Da sind auf einmal so viele Leute gerade zugange. Also, wenn du mich fragst, ich würde sagen, dass sie mitrutscht, auf jeden Fall. Jo, was denn los ist, kann ich dir gerade auch nicht sagen. Aber ich will auch nicht immer so neugierig sein. Ja, also, Frau Bademeisterin, ich wollte nur Bescheid sagen. Da hinten ist ein ganz, ja, ganz schlimmer Unfall gewesen. Da ist ein Junge vom Sprungturm gefallen. Da sollten Sie auf jeden Fall mal gucken und vielleicht auch mal hier einen Krankenwagen rufen. Wie, da ist jemand vom Sprungturm gefallen? Wie kann das denn passieren? Ja, bitte zeigen Sie mir das, bitte. Ja, ich komme sofort mit. Och, Nele, mein Kopf tut so weh. Ja, Markus, das glaube ich. Aber bleib bitte liegen. Ja, du solltest auf jeden Fall liegen bleiben. Vielleicht ist irgendwas gebrochen. Och, mir ist ganz schlecht. Und sag mal, Nele, wo ist eigentlich Mami? Also, Markus, bitte nicht aufstehen. Bleib bitte so sitzen oder liegen. Oh Gott, ich bin auch schon ganz durcheinander. Bitte, bitte liegen bleiben. Vielleicht hast du dir was gebrochen und dann tust du dir nur noch mehr weh. Hast du gehört, Markus? Bleib bitte so liegen. Oh, ich möchte gerne mein Bett. Ich habe so Kopfschmerzen. Ach, du Schande, was ist denn hier los? Bitte aus dem Weg. Och, Herr Jemini, was ist denn hier passiert? Ja, also mein Cousin ist da von diesem Sprungturm gefallen. Ich habe gleich von Anfang an gesagt, dass das viel zu gefährlich ist. Ja, aber auf mich hört ja immer keiner, weil ich der Kleine bin. Ja, bitte, bitte, machen Sie bitte meinen Cousin wieder gesund. Wir brauchen ihn doch noch. Wir wollten ja noch so viel erleben. Ach, Emma, du kommst ganz nach deiner Mama. So eine richtige Wasserratte bist du. Also, Clara, ich gehe jetzt noch mal einmal nach den Kindern gucken, ja? Passt du so lange noch auf Emma auf oder hast du keine Lust mehr? Nee, nee, ich pass weiter auf sie auf. Geh du mal nach den Großen gucken. Hm, was ist denn da am Sprungturm los? Ich kann Linus gar nicht sehen. Wo sind Linus und... Und Nele und Markus eigentlich? Also bevor wir jetzt hier lange rumdoktern, ich hole jetzt sofort den Krankenwagen. Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Hast du gehört? Jetzt wird dir gleich geholfen. Sag mal, wo ist deine Mama eigentlich? Ach du Schreck. Och, Mama dreht durch, wenn sie das hier wieder alles sieht. Och, ja, die sitzt da irgendwo im Kinderbecken. Ich glaube mit Sophia und mit Emma. Och, das ist alles meine Schuld. Warum habe ich nur gesagt, dass er sich nicht traut zu springen? Das
ist ja auch alles voller Blut. Ich gehe da jetzt gucken, wo sind eigentlich meine Kinder alle? Also wo sind Nele und Markus und Linus? Hallo Ricarda, ich bin's. Ich habe hier ein ganz großes Problem. Hier ist ein Kind vom Sprungturm gestürzt. Wir bräuchten bitte ganz dringend und sofort einen, ja, Rettungswagen. Bitte lass dich auch nicht abwandeln da am Telefon. Ach je, ja, ich rufe sofort einen Rettungswagen an. Brauchst du irgendwas? Kann ich irgendwas helfen? Nee, sag bitte, die sollen sofort kommen. Es ist wirklich dringend. Ach, endlich mal eine kurze Pause. Heute ist so viel los. Wagen 17, bitte. Ach, das glaube ich jetzt nicht, oder? Wagen 17, bitte. Ja, hier ist Wagen 17. Was kann ich tun? Ja, wir haben hier einen Notfall im Aquapark. Würdet ihr da kurz einmal hinfahren? Da ist wohl ein Junge irgendwie vom Sprungbrett gefallen. Ja, okay, wir fahren sofort hin. Ach, was ist hier denn los? Was ist denn hier passiert? Ja, der Markus ist vom Sprungturm gefallen. Oh, Tante Sophia, wo ist denn Mami? Ich will zu meiner Mama. Ja, na klar, Markus. Ach Gott, Clara, die dreht durch, wenn sie das hier sieht. Ja, Linus, bist du kurz so nett und gehst kurz zu Clara? Ich will Markus hier nicht alleine lassen. Clara sitzt in dem Becken mit der roten Rutsche. Lauf aber bitte vorsichtig, nicht, dass du dich auch noch verletzt. So, wir haben jetzt einen Krankenwagen angerufen. Wir hoffen, es dauert nicht so lange. Also Emma, du bist wirklich waghalsig. Doch nicht die Rutsche falsch rum da hochklettern. Das geht doch nicht. Daher tust du dir noch weh. Wir wollen doch hier keinen Unfall haben. Was schreit Linus denn hier schon wieder so rum? Linus, hör bitte auf, hier rumzuschreien. Hier sind noch andere Leute. Du brauchst hier nicht so rumrufen. Komm bitte her, wenn du was möchtest. Ja, also Tante Clara, du musst sofort mitkommen. Ja, also der Markus, der ist vom Turm gefallen und überall ist Blut. Und komm bitte mit. Er ruft die ganze Zeit nach dir. Wie, er ist vom Sprungturm gefallen? Das glaube ich jetzt nicht, oder? Was ist denn passiert? Hat er sich wehgetan? Wo ist er denn? Ja, also meine Mama hat gesagt, du sollst sofort mitkommen. Und ja, die Emma aber nicht vergessen. So, jetzt komm, Clara, wir müssen sofort zu Markus. Er ruft nach dir. Oh, bleib denn, Mama? Warum lässt du mich denn hier alleine? Mein Kopf tut doch so weh. Ja, und dann hat Lene zu ihm gesagt, dass er denn doch lieber runterkommen soll. Und ja, da meinte er, er läuft rückwärts die Treppe runter, weil der Benny oder so das auch immer macht. Ja, und dann hat Nele gesagt, er soll es lieber nicht machen. Aber er hat natürlich wieder nicht auf Nele gehört. Ja, und dann ist er einfach schwuppsiwupps runtergefallen. Ach, dieser Bengel, der macht mich doch wahnsinnig. Dass er auch nie auf seine Schwester hört. Das hast du sehr gut gemacht, Linus. So, und jetzt hab bitte ein Auge auf deine Schwester mit. Nicht, dass sie in diesem ganzen Gewusel hier auch noch irgendwo mit verloren geht. Ach, guck mal, Markus, da kommt Mama endlich. Jetzt wird dir gleich geholfen. Och, es tut mir so leid, Markus. Ach, Mensch, mein armes Kind, was machst du denn noch immer für Sachen? Hier spricht Andrea. Ja, hallo, ich wollte nur sagen, dass das Rettungsteam jetzt in der Schwimmhalle ist. Vielleicht hast du ein kleines Auge auf den Eingang und holt sie gleich zu dir. Dann geht das Ganze einfach ein bisschen schneller. Ja, gute Nachrichten, der Rettungswagen ist endlich da. Sie sollten jetzt jeden Moment hier bei uns ankommen. Ach, du heiliger Strohsack, ist das warm hier drinne. Ja, aber guck mal, echt schön, ich bin hier noch nie gewesen. Hallo, kommen Sie bitte hier rüber gleich. Gott sei Dank sind Sie so schnell gekommen. Wir haben schon die Erstversorgung gemacht, aber ja, wir sind uns nicht sicher, ob irgendwas gebrochen ist. Kommen Sie bitte ganz schnell mit. Sehen Sie hier, der Junge ist oben von dem Sprungturm gefallen, von der Leiterseite. Ich glaube, er hat sich ziemlich den Kopf gestoßen. Oha, das ist aber eine ganz schöne Höhe. Ja gut, dann zeigen Sie uns bitte mal den Verletzten. Okay, Linus, ich verlasse mich jetzt auf dich. Wenn was mit Emma ist, sag mir bitte Bescheid und lass sie bitte nicht eine Sekunde jetzt aus den Augen. Clara, du musst jetzt wirklich vernünftig sein und dich anziehen. Ja, aber warum? Ich kann doch jetzt Markus hier nicht so liegen lassen. Warum soll ich mich jetzt anziehen? Ja, weil gleich die Sanitäter kommen und Markus wahrscheinlich mit ins Krankenhaus nehmen. Oder willst du ihn alleine fahren lassen? Clara, ich passe so lange auf ihn auf. Das geht doch schnell, das Umziehen. Es dauert 5 Minuten. Bis dahin sind die Rettungskräfte da. Und du kannst in aller Ruhe mitfahren. Wie soll das denn gehen? Die warten doch nicht auf dich, dass du dich umziehst. Ja, du hast recht. Ja gut, ich ziehe mich schnell um, aber bitte lass ihn nicht aus den Augen. Ja, versprochen. So, jetzt beeil dich. Markus, ich gehe mal eben ganz kurz mich anziehen, ja? Ich kann sonst nicht mit ins Krankenhaus fahren. Ich kann ja schlecht im Bikini da jetzt nachher stundenlang im Wartezimmer sitzen mit dir. Ich ziehe mich ganz schnell an und danach bin ich sofort bei dir. Solange bleibt Sophia bei dir. Ich lasse dich nicht allein ins Krankenhaus fahren, versprochen.
Oh, lass mich bitte nicht alleine. Ach, Markus, du bist doch gar nicht alleine. Ich bin doch auch noch da. Ach, Sophia, ich bin so fertig. Es sieht alles so schlimm aus, das ganze Blut. Und ja, aber guck mal, Markus ist bei Bewusstsein. Und das ist jetzt erstmal das Wichtigste. So, jetzt zieh dich schnell an. Oh je, das sieht aber nicht gut aus. So, dann wollen wir mal eben gucken. Hier einmal Gummihandschuhe anziehen. Hallo Markus, ich bin die behandelnde Ärztin. Ja, da hast du aber einen ganz schönen Satz da gemacht, oder? Sind Sie die Mutter? Können Sie mir bitte ein paar Angaben zu dem Kind machen? Ja, vielen Dank für Ihre Schilderung, was passiert ist. Ja, also bist du ganz schön da auf den Kopf gefallen. Hast du irgendwelche Schmerzen? Tut dir irgendwas anderes weh außer der Kopf? Nö, mir tut der Kopf weh und mir schlecht. Und mein Arm tut ein bisschen weh. Ja, aber am schlimmsten tut der Kopf weh. Es ist auf jeden Fall sehr gut, dass du liegen geblieben bist. So, ich taste dich jetzt mal vorsichtig ab. Wenn du irgendwas nicht aushältst, sag mir bitte sofort Bescheid, ja? Ja, und wie sieht's aus? Ja, wir nehmen den Jungen auf jeden Fall mit ins Krankenhaus. Bring mal bitte einmal die Liege rein. Ach, der Junge, der da liegt, das ist mein Junge. Meinen Sie, er wird wieder, hat er sich doll wehgetan, ist er schlimm verletzt, muss operiert werden. Oh Gott, ich bin total fertig. Das ist total verständlich, dass Sie total gerade fertig sind. Aber Sie müssen sich jetzt in erster Linie erstmal beruhigen, damit Ihr Sohn auch ruhig wird. Ich hole jetzt die Liege rein und dann nehmen wir Ihr Kind mit ins Krankenhaus. Und Sie fahren natürlich mit uns mit. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut werden. Das Wichtigste ist doch jetzt schon gegeben, er ist ansprechbar. Das ist wirklich schon viel wert. Ja, das war wirklich ein hoher Sturz. Hoffen wir, ihm ist nicht mehr passiert. Ich bin auch total fertig. Ja gut, wir heben den Markus mal eben zu viert, glaube ich, auf diese Trage. Ja, dann tut es ihm vielleicht am wenigsten weh. Meinst du, das geht, Markus, dass wir dich zu viert einmal ganz kurz anheben? Ja, ich glaube schon. Ist das zu fest geschnallt oder hältst du das aus? Ich habe Angst, dass du da nachher noch rausfliegst. Nee, aber ich möchte jetzt gerne nach Hause. Nee, nach Hause fahren wir nicht. Wir fahren jetzt erstmal ins Krankenhaus. Schau mal, hier ist auch eine Rettungsdecke für dich, damit du nicht frierst. Die ist bestimmt jetzt mittlerweile schon kalt, oder? Ich danke Ihnen vom ganzen Herzen, dass Sie sich so um meinen Sohn gekümmert haben. Das vergesse ich Ihnen niemals. Ach, das ist doch selbstverständlich. Ich habe doch selber ein Kind. Das würde ich jederzeit wieder machen. Und Sie auch. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass nichts Schlimmes ist. Clara, nun mal los. Sie warten auf dich. Ach, ich muss Christian auch noch Bescheid sagen. Nein, das mache ich. Jetzt fahr endlich los, dass das Kind ins Krankenhaus kommt. Ja, Markus, ey, warte kurz, ich zieh mich an und dann komme ich auch mit. Ich lass dich nicht alleine, ich hab's wieder versprochen. Nein, Nele, das geht nicht. Ich fahre jetzt mit. Es kann nur eine Person mitfahren. Du kannst gleich gerne mit Sophia nachkommen. Aber wir fahren jetzt erstmal so mit dem Krankenwagen. Bis du dich angezogen hast und alles andere, das geht nicht. Und es ist auch kein Platz im Rettungswagen. Das ist kein Spielplatz. Letztes Wort jetzt. Ich fahre jetzt mit Markus alleine ins Krankenhaus. Ach Mann, aber ich kann Markus doch nicht alleine lassen. Oh, mir ist so schlecht auf einmal. Och, und alles dreht sich. Oh, hallo Kinder. Ach Mensch, der arme Markus. Was er wo hat? Habt ihr eine Idee, was Markus haben könnte? Dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und natürlich auch, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten verlinken wir euch hier noch ein paar Videos und auch den Abonnier-Button. Da könnt ihr gerne drücken, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Es ist übrigens total kostenlos. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hoffentlich sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss.